Ein wunderschönen guten Tag zu LS22. Ja, Little Land oder Kleines Land von den Modafuzo ist heute rausgekommen, wobei es ist noch die BR rausgekommen von Ciro Uto und Bein Mich Wirtschaft, aber ich weiß nicht. Schauen wir uns nachher an, vielleicht bringe ich da noch die eine oder andere Karte raus. Aber erstmal vorweg fangen wir an mit Kleines Land von Fuzo. Ihr müsst hier keine separaten Mods runterladen oder irgendwas. Es ist definitiv eine Karte, wo alles Mögliche, was Shines hergibt, verbaut ist. Natürlich keine Sonderproduktion oder so. Verbaut und verarbeitet die Karte, wenn man von oben so schaut. Ja, finde ich eigentlich hier die Übergänge und solche Sachen. Finde ich schön. Ja, wie ihr seht, hat französische Sachen sowie die Dimi-Gebäude mit verbaut. Dann noch Ehrengrad. Es ist hier eigentlich alles Mögliche verbaut. Es ist aber nicht schlecht verbaut. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwo negativ überlappt. Also bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. So sieht das aus. Gut besucht die Stadt. So sieht das Ganze aus hier. Noch, ne? In einem kleinen Sozialblock. Und dann hier so ein bisschen Polenski-Haus. Dann kommt man hier nach links und nach rechts. Wenn ihr sagt, oh, da hinten sind ganz viele Felder, das ist ja cool. Nee, das da hinten ist Deko. Das ist nicht so cool. Ich zeige euch gleich noch die PDA. Ja, hier ist noch ein verstecktes Häuschen, hinten mit Garten und so. Also ich finde die Karte jetzt für Konsole gut. Ist eine schöne Karte. Gut, jetzt nicht schlecht irgendwie verarbeitet, muss man sagen. Ist hier? Ach, er fährt vorbei und die Schränke geht auf. Ja, ein bisschen zu nah am Kontakt. Ja, wo geht's denn hier lang? Gehen wir nochmal hier lang. Hier rechts endet die Karte. Im Nichts. Wie muss es ja enden lassen, ne? Ja, dann habt ihr hier Felder. Felder sind alle, ich betone wirklich, alle Helferfreunde. Es ist quadratisch praktisch gut, ne? Ganz klar. Hier habt ihr eine BGA. Also. Das nicht groß ist, ne? Oh, da ist ein bisschen Verarbeitungskäse, aber ist egal. Ja, dann habt ihr natürlich einen Supermarkt, ne, wie ihr unschwer kennen könnt. Hier ist auch nochmal Frankreich. Und dann überall so Scheunen und Häuser und hab nicht gesehen. Wenn man hier hochkommt, kommt man dann zum Hof. Hier links ist dann vom US-Karte von Ancreek ein bisschen. Hier sind Dimi. Alles so ein bisschen, ne? Bisschen von jedem. Jetzt aber nicht schlecht, ne? Also trotzdem, wie man sieht, wird sich Mühe geben. An sich ist die Idee dahinter nicht schlecht, finde ich. Also wo ich sie gesehen habe, dachte ich so, oh, ist auf jeden Fall für kleine Fahrzeuge. So, das hier ist unser Hof. Ne, vorne ist Tor. Und da ist dann auch wieder Französisch und Dimi zusammengewürfelt. Dann hat man hier Hühner. Silo. Aber, jetzt kommt das kleine Aber in der Sache. Da man sie alle antriggern kann, die Sachen, wie ihr seht, kann man das natürlich in der Not verkaufen. So, komme ich hier raus aus der Holger? Ja. Kann man natürlich verkaufen und sich hier irgendwas anderes hinsetzen. Vielleicht vom Bayern-Pack, wenn wir schon so viel am Rumwürfen sind, vielleicht vom Bayern-Pack hier. Komme ich hier raus? Ja. Hier ist aber auch Publikum hier, aber. Aber wenigstens nicht hier an der Straße. Hier wird es ein bisschen problematisch, wenn man mit Kartoffelernte oder irgendwas langfährt. Aber ich glaube, ist auch nicht vorgesehen. Ja, wie gesagt, man kann das ja das eine oder andere, ne? Weil hier ist ja Dimi-Gebäude vorne. Ich würde hier, glaube ich, wenn ich das hier so spiele, alles wegrotzen. Und würde mir hier einen Nordhof raufbauen, weil das hier einfach zur Nachbarschaft passt, wie ihr seht. Ne? Dimi-Gebäude, Nordhof, hab nicht gesehen, das würde ich machen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was das Thema Landscaping angeht. Standard oder was? Ne, nicht Standard, hier sind ein paar mehr Sachen drauf. Ehrenkrieg, Ehrengrad. Ne, Ehrengrad nicht, sind wir hier. Also Ehrenkrieg, hier sind die Bäume. Ja, alles was bei Ehrenkrieg drauf ist, ist hier drauf. Gebäude, wie gesagt, das ist ja mein Käse. Ist Standard. Ja, wie gesagt, Slots 1192. Ich schätze mal, wenn man die Gebäude, die Fahrzeuge wegknallt, sieht der Käse schon anders aus. Angebote sind gut. Unsere Angebote oder unsere Fahrzeuge. Centaur haben wir. JD, Deutz. Würde man sagen, bei den Fake-Größen.
Kann man schon damit komplett klarkommen, würde ich sagen. Ja, PDA ist eigentlich ganz in Ordnung. Also was heißt in Ordnung, ist mehr als gut, ne? Gut gemacht. Ja, wie ihr vorhin gesehen habt, die Felder hier, die sind Deko, die sind nach außen auslaufbar. Und dann kommt ihr von den Hauptstraßen hier zwischen den Feldern. Kann man das kaufen? Nee. Aber das kann man kaufen, ja. Hier ist Forst ein bisschen, überall so ein bisschen Forst verteilt. 1, 2, 3, 4. Viermal Forst, Grünflächen, auch gut. Also auf jeden Fall hat die Potenzial zum Bauen und Machen. Ist jetzt einfach mal meine Meinung. Ja. Aber es ist auf jeden Fall helferfreundlich und für mittlere Maschinen bis klein. Klein bis mittel, ne? Finde ich eigentlich ganz gut. Was ist das hier? Getreidemühle? Okay. Ja, aber an sich jetzt nicht so wirklich verkehrt hier, ne? Also ich finde das ist ganz hübsch gemacht. Ist gut, ne? Also ist eine schöne Karte. Ja, aber das Problem ist, weil die meisten Leute vergleichen jetzt alles nur noch mit Ostsee und hab nicht gesehen, aber man muss auch mal einfach davon wegkommen und sagen, es ist ja noch ein Spiel. Ostsee ist schon ziemlich gut und sehr realistisch, aber wie gesagt, ne? Ich sehe das ein bisschen anders. Und dementsprechend sehr gut gemachte Karte. Zwei, drei kleine Fehlerchen habe ich gesehen. Völlig Pillepalle, also unwichtig, die nichts mit dem Spiel zu tun hat. Gestaltung, wie gesagt, ist schön. Und definitiv für kleine und mittlere Felder. Fahrzeuge, Entschuldigung, und ja, ist gut. Gut, dann wünsche ich euch mit Little Land, also kleines Land von Fuzhou, viel Spaß. Wir schauen uns gleich nochmal an beim Milchwirtschaftsbetrieb Dairy und BR, beziehungsweise ich schaue sie mal an und wenn sie scheiße sind, zeige ich sie euch gar nicht. Aber das hier kann ich sagen, wenn ihr Bock habt, ladet sie euch runter. Okay, ich bin raus, ich bin euer Paddy, ciao, ciao.